Willkommen, willkommen, willkommen zum Farm Thrones Platoon. Ja, ich habe jetzt über 500 Punkte gesammelt und deswegen rüsten wir doch jetzt erstmal die Feuergeschwindigkeit auf. Zack. Stufe erhöht. Jo, das nächste braucht 1000. Ja, das war's dann auch schon. Ja, ich habe ja im letzten Part noch die Schriftrolle eingesammelt. Ich möchte euch jetzt zeigen, Moment. Achso, ja, gut. Was in der fünften Schriftrolle steht. Die furchterregende Biologie der Inklinge. Gliedmaßen, Sprung bis zu 150 cm, Skelett keins. Aha. Gehirn simpel und auf Spaß ausgelegt. Augen erkennen Beute bis 100 Meter. Tinte hochkomprimiert. Interessant, da ist so ein paar Informationen direkt über das, ja, über die Charaktere oder so, die wir spielen. Mal sehen, was uns die Schriftrollen noch alles so offenbaren. Werden wir dann herausfinden. So, aber jetzt erstmal zu Welt 6, würde ich sagen. Also der hat ja noch vielleicht irgendwas zu sagen. So, ja gut. Ja, wo ist denn jetzt Welt 6? Ja, 6, tatsächlich. Von Tinte verweht. Na toll, jetzt kommen wir wieder. Jetzt werde ich bestimmt wieder richtig schön skillen und runterfallen. Yippie! Habe meine Lieblingsfarbe. Grün. Grün, grün, grün. Von Tinte verweht, ja. Und dieses Mal versuche ich natürlich wieder im First Try die Schriftrollen zu machen. Von okay, ich kann das nicht mal ganz schnell, schnell lesen. Tut mir leid, Freunde. Ich weiß gar nicht mehr, was ich mir als nächstes holen soll. Vielleicht will ich versuchen, meine neuen Granaten. Ah. Wie auch in den anderen Level davor, hat ich wieder eine Inhalt. Bravo, okay, ich hab die. Okay. Ja, gut. Ich bring mich mal nach oben. Oh. Ah, da vorne ist was. Gucken wir gleich mal. Oh Mann, hier kann die Schriftrolle ja fast überall. Ein Schild, das an der Wand hängt? Okay, die Gegner machen noch nicht etwas los. Oh, die haben fünf von hier oben abballern. Yay! Gar kein Problem. Gar kein Problem. Allerdings bin ich mir sicher, dass die Schriftrolle auch damit sowas zu tun hat. Oder die ist hier unter. Man muss nur schnell genug sein. Hier wohl anscheinend nicht. Aber bestimmt hat das mit dem Rätsel zu tun. Da bin ich mir ziemlich sicher. Sehr ziemlich. Yo, checkpoint. Oh. Okay, okay, okay. Es tut mir leid, dass ich mich umgehe. Oh, das Rätsel ist gelöst. Was habe ich euch gesagt? Ich wusste es, dass es sowas so ist. Ich wusste es einfach. Das war... Es hat immer was wahrscheinlich mit dem aktuellen, ja, Gadget oder so zu tun, was man, was es gerade so ist. Ja, hier ist die Schriftrolle und eingesammelt. Wunderbar. Jetzt können wir jetzt hier, okay, jetzt können wir alles gechillt. Die ist wieder abschließen. Ich will nicht vergessen. Wir wollen uns aber schon aufrüsten. Wer weiß, wie stark der nächste Boss ist. Und in den nächsten Bereich. Wasser jetzt. Interessant. Da muss ich rein,
Nummer 3, wir vertragen doch kein Wasser. Aha. Warte mal. Ja, okay. Mit der Farbe so, Farbe und Wasser macht natürlich Sinn, dass es nicht gut tut. Aber ich meine, wir sind auch ein Tippkurs schon. Die leben noch einfach im Wasser. Aber die leben wohl nur in Farbe. Oh. Den Ballon. Erstmal. Also, Ballon bitte. Gib mir die Kraft. Was denn? Das ist nicht gerne. Gefallen. Mal wieder. Das will ich gut vom anderen Kraft. Möchte ich es nicht gefallen. Ich kann nur vielleicht ein Stückchen weisen. Ballon jetzt. Ah! So. Hä? LOL! Der Gegner wollte sich vor der Granate, glaube ich, retten. Und ist, weil er so viel Schiss gehabt hat, hat er sich selbst geopfert. So, nein, ich will nicht sterben. Ich will das mal sehen. LOL. Lustig. Ah, in der nächsten. Letzter Checkpoint. Genau getroffen, ey. Das ist doch Aiming. Das war doch Aiming. Komm, das musst du zugeben. Oh Mann, also diese Passage ist jetzt wirklich nicht so einfach. Ich will jetzt nicht sterben. Und den nächsten. Dann gehen wir zum Ziel. Yippie! Hallo Elektrowelt, da bist du. Wunderbar, das Level haben wir auch erfolgreich abgeschlossen. Weiter geht's, ne? Ja, der Schwierigkeitsgrad nimmt zu. Oh, ich bin echt gespannt auf den zweiten Boss. Wow, wie richtig stolz bin, dass ich natürlich die Schriftrolle gefunden habe. Das Energieministerium ließ auf einer Pressekonferenz verlauten, dass in naher Zukunft eine Energieknappheit zu erwarten sei. Dies sowie der schlechte Allgemeinzustand der Untergrundkuppeln lässt nichts Gutes erahnen. Jo. Hier bewegt sich was auf dem Gamepad. Ich will mir das mal angucken. Hä? Bin ich jetzt ganz blöd? LOL! Hier ist irgendwo so ein Gegner. Oder ich weiß nicht, es ist hier auf dem Gamepad. Der fliegt hier irgendwo rum, glaube ich. Aber ich sehe jetzt nichts. Hä? Gut, gehen wir erstmal weiter. Das war jetzt gerade Level 7. Das ist Level 8. Mal sehen, was das für ein Feld ist. Das ist... Ach, da seht ihr. Da seht ihr, da ein bisschen. Entschuldigung. Erst einmal natürlich sieben. Dann wird das wahrscheinlich gut sein. Ja. Oder auch nicht. Das ist schon 9. Jetzt blöde. Bin ich jetzt so blöde und finde sie Welt 7 nicht?
Welt 7. Ah, da oben wahrscheinlich. Ja. Da ist die Welt 7, würde ich jetzt mal so stark machen. Die Schurikens sind cool aus. Oh, das sind so kleine Octorax? Vielleicht noch Zelda. Ja, da oben. Da oben, da oben, da oben. Immerhin haben wir die anderen Welten schon gefunden. Level 7. Streichbürstenstreiche. Das ist Streichbürstenstreiche. Lustiger Name, lustiger Name. Oha. Hüppenburg. Wahrscheinlich. Ich denke, die machen wahrscheinlich einfach die Farbe wieder glatt. Ja, ich hab schon fast gedacht. Wusch. Noch sehe ich noch nicht. Bisher sehe ich noch nicht die Schuhe. Und natürlich wieder die Augen offen halten. Ah, ich schütte mich weg. Schon auch was mit unserem Rüsten zu tun. Jetzt kommt wieder der Rotz. Das sieht doch sehr verdächtig aus. Ja. Das müssen wir auf jeden Fall im Hintergrund halten. Das sieht nach der Schrotflinte aus. Gelbe Rotze. Lecker, lecker! Zack! Neue Gegner? Nee, doch nicht. Oh, wieder das Ausrüstungsteil. Ja, ich habe schon wieder keine Ausrüstungsteile gefunden. Ja, ich meine, okay, die machen halt die Farbe hier wieder weg, aber. Kannst du einfach so chippen. Ah, okay, jetzt sehe ich die Schwierigkeit. Du kommst allein. Ich glaube, ich bin schon voll von weg. Oh! Ah, okay. Da ist schon ein schwieriger Abschnitt. Alter, wie lang ist denn der Weg? Ich hab doch halt ganz fett Chinesisch. Das war sehr lecker. Ich liebe es, mit dem Gefühl zu essen. Ich komme den Teller immer so voll. Also damit ich das auch mal richtig nur. Ich meine, das ist immer die Olli-Pen-Pen-Pen. Oh, kannst du mal richtig schön reinhauen. Und das hält auch noch für den ganzen Tag. Das ist immer richtig schön, ne? Dann tue ich meistens abends so eine Kleinigkeit und dann ist gut. So, wenn mich alles täuscht. Genau, unter mir ist es. Oha. Ich hab das Prinzip verstanden. Hier drauf. Und da ist die Schriftrolle. Haben wir sie gefunden? Oha. Runterfallen möchte ich aber dennoch nicht. Warte, bis er wiederkommt. Dann werfen wir eine Granate bekommen. Oh, Kuckuck! Was? Noch ein Gegenstand? Und tot! Das ist lustig, die Granaten werden auch so mitgeschliffen. Zack! Schön rein.
Letzter Checkpoint, weil da so ein roter Kreis drin ist. Werden wir mal hier. Ah! Und damit ist Nummer 7 auch geschlossen. Yeah, mit Schriftrolle. Wunderschön. Plus 10 Bonus. Weiter geht's. Yeah. Bing. Die beim Revierkampf verspritzte Tinte verschwindet ganz umweltverträglich nach einiger Zeit von selbst. Ja. Gut zu wissen. Umwelt für die Umwelt. Ein Checkpoint wird ein Teil. Ah, okay. Da habe ich mich schon gefragt, warum meine Energieleiste wieder aufgefüllt wird, aber es lag an den Checkpoints. Ja, gut, gut. Dann schaffen wir noch mal. Ja, oder? Ja. Nicht so lange schnacken. Eine Welt klatsche ich noch hier in den Part rein. Und das letzte Level von diesem Abschnitt und den Boss gibt es dann im nächsten Mal rein. Zack, 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 und zack. Und Welt 8. Octoling Hinterhalt in der Thymiak. Das Name. Immer die. Können wir mal gucken können, ob wir noch was aufrüsten können, aber mit fast knapp 300 ist es glaube ich nicht so. Sowas habe ich jetzt ja gar nicht gerechnet. Sieht aber cool aus. Ein bisschen Paintball schießen. Ich weiß nicht, hat einer von... Wir haben Gesellschaft. Sie können sich auch verwandeln und in Tinte schießen. Okay, die Gegner haben sich jetzt was Neues einfallen lassen. Ja, nochmal zurück. Habt ihr einen anderen Fall schon mal gesehen? Also, ich erinnere mich wirklich stark an den Paintball-Arena oder Lasertag-Arena. Ey, geh weg. Zack, 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 zack. Schnell, voll rein in die Granate. Gut, dass sie nicht so stark ist. Oder das ist mal was anderes, ne? Also, getötet. Oder sie, oder was auch immer. Geh, geh. Ja, okay, das Ziel habe ich erreicht, aber das war nicht mal... Aber ich will die Schriftrolle erstmal noch haben. Schriftrolle ist hier zufällig. Oh nein! Schriftrolle. Freunde, wo ist die Schriftrolle? Schnell! Kann ich sie auch nicht. Das ist super, super. Ja,
Freunde? Wollt ihr euch noch mit mir anlegen? Da kommen keine Gegner mehr. Schade. Wo ist die Schrift? Ah, tut mir leid. Tut mir leid, dass du jetzt nicht so spielst, aber... Und gewonnen. Moment. Rolle habe ich da ist sie! Und jetzt zum Ziel. Und somit ist auch die Welt abgeschlossen. Ja, passt doch. Alter, das war echt cool. Das hat mir Spaß gemacht. So ein bisschen Paintball schießen. Na gut, der Tod hätte jetzt nicht sein müssen. Aber naja, man kann halt nicht alles, ne? Und die Schriftrolle. Sündenfall und Vertreibung aus dem Paradies von Octo Angelo. Ja, damit verabschiede ich mich. Und im nächsten Part geht es dann mit Welt 9 weiter. Gut, den kannst du wechseln. Achso, falls ich neue Bomben habe, kann ich damit wechseln. Okay. Also, nächstes Mal geht es mit Welt 9 weiter und dem Boss dieses Gebietes. Bleibt dran. Über einen Daumen würde ich mich freuen. Und wir sehen uns dann im nächsten Part. Tschüssi!